Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute habe ich zwei Quatschis dabei. Hi Ein Sebo ho. und ein Prophet. Und wir wollen mal mit lustigen Männchen spielen, die mehrere Köpfe haben. Ich hätte als erstes gesagt, wir werden als erstes den versuchen zu killen, wenn wir dann genügend tot sind. Werden wir dann den Nether Star, wo wir hoffentlich draus kriegen, dann schön brav verdoppeln. So, Reinforced Obsidian. Das müsste, glaube ich, der Block sein. Genau, der ist weatherproofed. Den stellt man auch ganz einfach her und braucht gar nicht lang. Braucht man nur Dark Steel Plates, man braucht Dark Iron Bars und Obsidian. Also ein Stack davon. So, erstes Stack. Zweiten habe ich in der Tasche. Und wir gehen mal dahin, wo er hoffentlich weit genug weg ist. Wir Ohne einen werden Weg jetzt hier kaputt in machen. Wellen kämpfen. Das wäre, glaube ich, am besten. Das heißt, zuerst lege ich und Sebo los. Wenn einer von uns zweien sozusagen in Rückstand gerät oder sich runter gerade withert, dann wird der Dritte mit einsteigen. Ich sehe das kommen, dass Sebo und ich mich gleichzeitig zurückziehen. Prophet an die arme Sau ist, der dann alleine dasteht. Aber ja. Habe ja Gott sei Dank meinen kleinen Rapier dabei zum Leben regenerieren. Ich habe mein Fire Dragon dabei. So, wir sind mal ein bisschen weg. Das heißt, wir hoffen, dass der gute Mann da nicht rauskommt. Der Typ ist doch eigentlich drei Blöcke hoch, ne? Ja. So, also da in dem Bereich soll er eigentlich stehen. Der Block wird dann gesprengt, beziehungsweise nein, da kommt dann noch ein Erdblock hin. Entsprechend definitiv. Ich habe natürlich noch genau wie viele Erdblöcke? Richtig, einen. Wir noch ein paar. Sehr schön. Also dein Schlafsack war gerade hier und du lagst gerade da. Ja. So wie es sich auch gehört. So, okay. Also, dann hätte ich gesagt, dann kommt da auf jeden Fall dieser Block drunter. Ich bin mir jetzt halt nicht ganz sicher, ob der halt dann rausbackt, wenn wir den ganz nah dran machen. Aber es kann natürlich passieren, dass wir es machen müssen, weil uns die Blöcke ausgehen. Ich komme schon wieder rein. Wir haben auf jeden Fall, aber wie gesagt, er kommt schon mal hier nicht raus. Dann hätte ich gesagt, gehen wir hier nach oben. Man muss minimalistisch bauen. So. Nee. Heißt, mein Schlagring ist hier. Genau, schau. Okay. Nee. Überlebt nicht. Überlebt das nicht. Wo ist da? Fällt alles. Also du kannst dasselbe jetzt machen, was ich jetzt gerade vorne mache, hinten. Jo. Müssen halt nur hoffen, dass wir uns die Steine reichen. Hätte ich gesagt, kommt der dahin. Dann haben wir schon mal unseren Bereich, wo man unten schlagen kann.
Das wird lustig. Haben wir noch Obsidian? Ja. Dann Etwa komm. nur anderthalb Stück ungefähr. Prophet, holst du noch ein bisschen Obsidian, bitte? Bin am Weg. Dass wir das als Rundweg benutzen. In der Werkstatt, in der Blöckekiste. Okay. Weiß nicht, aber ich sehe mich gerade. Wie dass die Blöcke ausgehen werden. Und jetzt ist die. Bah, aber. Große Special-Frage. Eins, 47 habe ich noch da. Also wir müssen ihn doch ganz unten spawnen lassen. Definitiv. Scheiß auf die Erde. Weiß ich, übertreib's gern mit allem Aufheben. Mal nicht. Was auf dem Randlicht können wir mitnehmen. So. Und zwar einmal bitte in diesem Bereich hier. Ich setze da mal Wohin? eine Erde hin. Mal sozusagen ein O-Kreis um das Ding rum mit Obsidian. Nein, nicht nach oben, sondern rum. Genau. Bin froh, dass ich einen Hammer habe. Ganz weg. Rückseite Und das heißt jetzt dann, das geht halt dann auch so weiter, ne? Also wie gesagt, einmal komplett rum. hinten sollten wir nur einen tiefer machen, weil von einer Seite müssen wir die Köpfe dran ersetzen. Das heißt, Prophet, hier hinten den Rahmen, diesen Meinst du da Block, unten? wo ich stehe hier, einen tiefer setzen, bitte. Ja, setzt den ganz normal bis wo ich jetzt stehe. Also den Ring bis da herstellen. Einen noch und den jetzt einen tiefer. Genau, und den setzt jetzt sozusagen unter den drunter. Bitte schön. Jetzt ein und jetzt ganz normal weiter. So, am besten lassen wir es jetzt so, weil dann kommt er raus. So, ich habe jetzt noch 38 Blöcke. Ich habe 2, noch 23. 4, 5. 15 bräuchten wir für den Deckel an sich. Okay. Heißt, wir könnten entweder wir setzen den so drauf oder wir lassen sinnvollerweise noch einen Luft. Das war erst da den Deckel machen. Das heißt, wir machen ihn so. Ich sehe mich schon reinfallen. Ich weiß nicht warum. Muss ja nach was aussehen, ne? Das muss ja auch noch ausschauen, als können das tragen. Hat auf jeden Fall witzig aus. Ich habe noch 8. Ich habe noch 30. Wollen wir, ich hätte gesagt, wir machen unten rum eine komplette Reihe. Also bis Ja. hierhin. Da bin ich echt Okay, hier gespannt. Ich jetzt bin jetzt vor rein. allem gespannt, wie viele Obsidian wegfliegen.
Könnte halten. So, ich hätte noch gesagt, bau mal hier an die Stelle bitte. Eine Art Treppe. Nach oben. Ja, dass man halt auch auf dem oberen Ding noch rumrennen könnte. Ey, warte. Ja, oder ist egal. Jetzt ist genau mittig gemacht. Dass du. Ja, aber du hast dann genügend Steine, dann machst du es halt zweimal. Ja, dass man drauf schießen kann von hier aus, als hat Schießscharte hier, hat Schlagscharte da unten, hat Schlagscharte da oben. So, hast du alles dabei, Sebo? Ja. Ich möchte sterben, bitte. Ich möchte, dass jetzt dieses blöde Viech alles hier kaputt macht. So, ich verschwind mal. Ja, ja, auch meinen Schluck weg. Du siehst mich nicht, ich stehe da am Eck. Wenn's Bumm macht, schießen. Au, der Tisch. So. Ja, gewonnen. Ich hab gewonnen. Danke, Kill. Ich werd grad gekillt, ja, ich merk's. Greg. Hm? Trink mal. Hinter dir. Oh? Trink mal das da. Ein Eimer Wasser, Milch. Die Kühe sind super. Habt ihr das Sigil bekommen? Ja. Habe ich gerade eingesammelt. Aber das komische Herz hat noch keiner gekriegt. Nee, liegt zu tief drin. Ja, ich hau mal schnell den Block weg. Lass mich raten. Aus irgendeinem Grund, klar. Der Nether Star landet natürlich im Miners. Warum sollte der auch in den Hunters Backpack landen? Ja, aber zeig mal. Dass die Leute es auch sehen, ne? Es lustig ist, vor allem, wir haben jetzt den gekillt. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, ob es Glimlimlim gemacht hat. Die Quest hat getriggert. Okay, kill all the things, haben wir bekommen. Sehr schön. Das heißt, wir dürfen jetzt alle 5 Stunden einen killen. Es wird dunkel. Aber man sieht's, ne? Also man muss nicht alles massiv bauen. Das Obsidian ist auch nicht kaputt gegangen. Du hast nicht mal einen Block flöten gegangen. Ich schätze mal eher, weil es weit genug weg war. Ja, vor allem weil der Obsidian-proofed, der Wither-proofed Stone sozusagen dran war. Mhm. So, und jetzt kommt das viel Spannendere, das wo ich selber noch nie gemacht habe. Deswegen ist es nicht schlecht, dass ich dann Sebo dabei habe. Achso, das, ja. Ups. Ja, genau. Das war lustig. In Obsidian hätte es eigentlich gar nicht zerreißen dürfen, weil der hat eine Blast-Resistance von 12 und der Wither-proof nur eine 3er. Also von dem her hätte Obsidian das eher aushalten müssen. Ja, ich bin mir nicht sicher, weil, wie gesagt, wenn der ein oder zwei, der braucht nur 3 reinreißen, ne? Ja. Dann kostet der Cut. Ah, ja, ich weiß auch gerade, warum das da nichts kaputt gegangen ist. Ach so. Wir haben da momentan nämlich ein bisschen die Zerstörung von den Creepern und den ganzen Viechern ausgeschalten. Dass das aber so hardcore ist, dass der nicht mal der Wither dann was kaputt machen kann. Das heißt, es wird demnächst dieses Zeug wieder eingeschalten. Das heißt, wir werden nochmal irgendwann einen Wither killen. So, dann bleiben wir doch mal gleich hier. Dann machen wir den nächsten Schritt schon mal. Jupp. Yep. Wo hier so. Ist. Ach, da. Wenn man jetzt hier reinguckt. Genau, wir wollen jetzt Talismundus herstellen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal einen Balance Chart. Genau. Ich kann euch immer eins sagen: Balance Charts, so wie es ich früher kenne, ist, nimmt immer den Chart, den wo ihr am wenigsten bekommen könnt.
Das heißt, wenn ihr viel Ordo habt, nimmt dann habt Ordo, und wenn ihr ganz wenig Terra habt, dann nimmt auf jeden Fall das halt als ein Terra-Schad oder so. Dass der halt dann abgegrast ist, ne? Weil ihr seht hier, wir haben jetzt Air, Water, Ordo, also Ordnung, Chaos und Land dabei, aber kein Feuer, weil wir den Fire-Schad oben drin liegen haben. Und dann entsteht halt Balance-Charts. Wie gesagt, kann man auch mit allen anderen Charts machen, und dann fehlt halt das unten. Genau. So, So, dann wurde mir jetzt kann gesagt, ich ich muss dabei das sein. auf jeden Fall in der Reihenfolge machen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Gelben. einmal den da. Stellen wir den hin. Und jetzt sieht man, Kessel, er hat unten den Balken voll und das heißt, er hat die gesamten Aspekte, die er braucht, zusammen. Jetzt nehmen wir das blaue Fass. Ist kein. Komm. Habe immer Schiss, dass ich, wenn ich einen abschlag, dass es danach weg ist. Zum Das Glück ist Lustige keine ist, Lava drunter. dieses Spiel, was ihr jetzt gerade bei mir seht, Oh was ich Mann. jetzt ganz kurz gemacht habe, das durfte Prophet gestern, glaube ich, eine Stunde machen. Oh, kommt hin. Und vorher habe ich es eine halbe Stunde gemacht. Genau. So. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, wir zeigen euch das einmal, und dann werden immer wieder schön die Sachen gemacht. So, Maserator haben wir leider vorne noch keinen. Da haben wir auch schon festgestellt, wir müssten uns mal vorne einen Maserator hin basteln, dass wir nicht jedes Mal, wenn wir einen Maserator brauchen, hierher rennen müssen. So, das heißt, ein Balance Chart kommt jetzt in den Maserator. Und jetzt ist der natürlich da drin. Das ist natürlich weder das eine noch das andere. Sebo, mal raus bitte. Und da haben wir unser Saal des Mundes. Genau. Na, Freude. Und wenn er fragt, was ist der Rest, der ist da. Hatten da gestern mal ein bisschen Spaß. Ja, man steht ja nicht umsonst die Stunde rum. War witzig. Ja, ich glaube, wieder der Sturm durch 5 Kesseln durchgeglichen. So, und dann habt ihr ja vorhin gesehen, ne, da war noch ein schönes Rezept drin. Da, wo noch was gefehlt hat. Ich vermute, dann muss das dazu. Genau. Aber der Stern, nicht das Pulver. Okay. Habe ich jetzt den Stern oder hast du den? Den müsstest du haben. Nee, das da, da ist er. So, und den legen wir jetzt dazu, und dann machen wir den da dazu. Und dann haben wir jetzt 2-0 Catalysts. Genau. Das nehmen wir jetzt einmal raus. Habe ich. Und laufen rüber zum HV. Bei HV Assembly. Das könnte Strom sein. 579.000? Nee. Tu mal nur kurz ein paar frische Batterien. Prophet, kannst du gleich mal bitte mir einen 16-fach HV Battery Buffer machen? Müsst mal alles da haben. 16-fach Hafer-Battery Buffer, Ja, 16. das heißt 16, also 4 16-fach Goldkabel, eine Kiste und ein Stainless, also ein HV Casing. So, dann. Ja, Prophet? Steht auf der Liste. So, jetzt schmeißt du einen halben Stack vom Saal des Mundes rein. Und die beiden neuen Katalysten. Und das dauert jetzt 45 Sekunden. Ja, dauert nicht so lange wie die EBS. Ja, aber wie gesagt, weil dann werden wir jetzt dann nämlich hier auch langsam anfangen, dass wir hier Battery Buffer aufstellen. Dass wenigstens eine Batterie das Zeug versorgt. Je mehr, das wir dann halt haben, irgendwann an Batterien. Wie gesagt, ich habe nur die kleine Liste aufgeschrieben. Wir brauchen nur ungefähr 50 HV-Batterien, 50 MV-Batterien und 15 LV-Batterien. Ist nicht viel. Und
Lag, Da haben wir einen neuen Stern. Haben nee, das da. Also sozusagen, wir verdoppeln ihn gerade. Genau. Und das Ganze machen wir jetzt ein paar Mal drücken. Genau, ich schmeiß mal die ganze Salismundus rein. Genau. Das heißt, den, was jetzt du hast, den packst du bitte ganz vorsichtig da hinten in diese Kiste. Ja. Weil so, das so empfehle ich euch auf jeden Fall. Tu den am besten sehr, 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 sehr weit weg von allem anderen. Weil, wenn der weg ist, ne, darfst du dich wieder 3 Stunden lang in Nieder stellen und mit deinem Cleaver auf diese Wither-Skelette einschlagen. Mhm. Und die sind sehr freundlich, die geben dir nie. Ah, da sind sie. Ich hab gedacht, Seeborden rausgenommen. Nee, das war die Pipe. Die, wo ihn freundlich rausgenommen hat. Gut. Gott, den haben wir ganz schnell weggeräumt. Das heißt, ich habe wieder vergessen. Haben wir wieder 2-0 Katalyst. Und wir haben das ganze Spiel nochmal. Dass das alles Mundes reicht. Sollte eigentlich ausreichen. Wir müssen noch 48 Stück. 2x 48 Stück. Also 96. Dann wollte ich doch mal gucken, was wir denn noch Schönes beim HV haben. Präzision is required. Dann haben wir hier noch Glowstone Dopped Monokrystallist. Cycling. Mixing at HV Level. Das ist sogar eine Hauptquest. Transformers Rollout. Ein EV-HV-Transformer, der hört sich ja schon mal fast an, als den wir den demnächst mal brauchen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust, Platinum-Kabel, glaube ich, zu verlegen. Muss, glaube ich, HV sein. Sondern wenn, dann verlegen wir Titan. Oder nee, Aluminium ist, glaube ich, EV. HV. Auch gerade. Cable. Dann EV. Nikrom, na klar. Nikrom ist überhaupt total schön. Okay, man kann die Stahlkabel verwenden. Black Steel verwenden. Und wir schauen uns immer jetzt die größten an. Ne? Also das heißt, ich habe jetzt hier 48 Ampere drauf auf dem Nikrom, aber 4 EU Verlust pro Meter. Dann gibt es Stahlkabel. Das ist 32 Ampere und 2 EU Verlust. Also das ist nicht schlecht. Dann haben wir Black Steel, auch 48 und 2. Dann haben wir Titan, das ist 64 und 2. Dann haben wir Aluminiumkabel, das ist dann nur das, was man einen EU Verlust hat. Aber da bekommt man halt nur 16 Ampere raus. Also das ist sozusagen das allererste Kabel. Also ich hatte recht mit Aluminium. Und das andere ist alles Superconductor. Und Draconiumkabel. Das hat zwar auch Max Ampere 128. Also da kannst du richtig vorwerken. Ich glaube aber noch, dass wir wegen von Draconium entscheiden. Vermutlich. Kleines bisschen, ja. So. Also Titanium ist das Ding unserer Wahl. Und ich wollte doch schon mal weinen. Nee, das kann man auch mit Molten Rubber machen. Das ist super. So, wie weit sind denn unsere Netastars? Einen haben wir wieder. Da was ganz Böses. In der Crafting Station Track. Hat er Lust? Weißen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht am Schluss alles in Null-Katalyst gemacht haben und dann keine Netherstars mehr haben, um Blöcke herzustellen. Das wird dann witzig. Ich bin ganz ehrlich, mich beschleicht da was ganz Böses. Dass du das so nicht gedacht hast. Dass ich mich verzählt habe, ja. Ja, aber die haben sie gesehen, wir müssen halt das noch ein bisschen weiter treiben.
So, dann hat er mir jetzt dann irgendeinen Table was reingelegt. In welchem denn? Ach da, High Voltage Battery Buffer. Nett. So, der kommt dann auch gleich hier hin. Kommt da ein Wirekabel hin. Und wir gehen. Einmal mal eine runter. Danke. Können wir doch runterfallen, raufgehen. So, das heißt, wir haben jetzt dann hier den Battery Buffer. Der kann das halt noch nicht laden. Klar, weil da fehlt uns noch ein bisschen was. Jetzt muss ich mir aber schnell mal angucken. Da habe ich jetzt ein 8er Kabel angeschlossen. Und ich habe auch meine 8 Batterien da. So. Ist jetzt. So, das heißt, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mal 8-fach. Bezweifle ich zwar, dass wir das haben. Haben wir Moment. Ja, aber ich habe vielleicht hinten noch Blue Alloy. Ich glaube, ich habe nämlich Blue Alloy reingeschmissen. Ja, 102 Stück. Haufen. Was haben wir mit 16.000? Und da haben wir nochmal 3.000 Rubber reinschmeißen, dass das weiterläuft. Das ist schneller weg, als es da ist. Das Schöne ist ja, jedes Mal, wenn wir uns freuen, dass wir jetzt endlich Blue Alloy haben, dann kommt wieder was, wo wir wieder Kabel brauchen. Ich könnte jetzt zwar auch einen Vierer machen, aber ich kenne mich. Ich vergesse es dann, ne, wenn ich jetzt da keinen Achter lege und ich hau dann meine Batterien da rein. Und wundere mich, warum nichts vorangeht. So, und du hast recht gehabt, also wir haben vier Stück. Einer ist noch drin, das wäre Nummer 5. Ja. Aber Freude. So, aber ich habe, weil, wie gedacht, gewisse Wither gekillt, ne? Da habe ich mal Sivos Zauberstab mir mal kurz ausgeborgt, habe mal lauter Fire Shards genommen. Die waren zu dem Zeitpunkt am meisten da. Jetzt haben wir einen Fire Crystal Cluster. Und diesen Fire Crystal Cluster. Ah, sehr schön. Mein NEI mag mich da nicht. Ich habe da eine ganz gute Vermutung. Das liegt da dran. Ich spiele ja ein Modpack und ich habe bei mir ja schon Mods drin, die es nicht in dem Pack bis jetzt gibt. Also auch nicht auf dem Server. Also wie AgriCraft, Enhanced Inventories und so weiter und so fort. Und ich vermute, dass er versucht, die zu finden und dann hat er ab und zu Probleme. Und dann geht's nicht. So, ich das heißt aber, ich wollte von Zaumkraft, einen Block bauen. Und zwar den Block für die Matrix. Dafür brauchen wir. Da habe ich, glaube ich, mein Buch momentan da. Genau. Das ist Artified. Das ist die Version. Dafür brauchen wir Arcane Stone Bricks. Genau. Und das sind jetzt einfach 8 Steine und ein schöner
Crystal. Eine dürfte ich hoffentlich genügend da haben. Jawohl. So, das heißt, wir haben jetzt 8 Arcane Stone Blöcke. Und jetzt schauen wir mal. Okay, die Matrix. Das ist jetzt, da brauchen wir den Mixed Crystal Cluster. Da brauchen wir so zu, oh, da brauchen wir auch nochmal Balance Charts, 3 Stück. Und dann brauchen wir Arcane Stone Blöcke. 3. Macht den jetzt wie gesagt alles einmal. Dass wir die schon mal haben, dass wir dann mal langsam, aber sicher. Oh, da haben wir sogar noch welche übrig. Dass wir jetzt dann langsam anfangen, das Zeug vorzubereiten für die Matrix. Und ich schätze mal, er braucht bestimmt die 5 Gläser, die wo ich noch habe. Nö. Ich habe noch 12 einstecken. Heißt, wir können dann schon mal anfangen und dann alles soweit vorbereiten, dass wir auch eine Matrix bauen. Das viel Schlimmere wird aber nur sein, ich glaube, um die Matrix, nee, wir brauchen die Matrix, brauchen wir 40, brauchen wir, um den Matrix-Block zu machen. Wie gesagt, ja, okay, aber das ist was man viel kriegt durch die Viecher. Und für die Konstruktion brauchen wir nochmal 25. Und wir werden auch am Anfang erstmal nur so viel Pedestals bauen. Also diese komischen Dinger, was ich da gerade gemacht habe. Auf Pedestals. Ja. Um die Infusion zu machen, dass wir zum Beispiel Silk Touch und andere Zeug alles machen können. Gleich aufräumen. Ich bin einmal eine schon wieder her. Bestimmt wieder von Zombie bekommen. Den Armer, ach nee, genau. Der Zombie hat Sevo geheißen, hat mir Milch gegeben. Genau. So, okay. Dann haben wir das schon mal eingeräumt. Dann haben wir das eingeräumt. Dann haben wir Freude gehabt beim Wither. So, dann schauen wir mal. Ich habe eigentlich noch was im Kopf gehabt, was wir machen wollten. Aber ich hab's vergessen. Nee, wollte ich noch eine Maschine bauen? So, Rubine haben wir auf jeden Fall auch. Das Lustige ist, wir haben gerade die Erze verarbeiten lassen. Oder wir lassen sie noch verarbeiten. Und ja, Chrom war mal früher ein Problem. Jetzt haben wir schon 50. Wir haben hier noch einen kompletten Stack an durch das Sifting gebatzt vom Ruby. Da machen wir gleich den nächsten rein. Also da werden wir auf jeden Fall auch nochmal genügend rausbekommen. Also das Problem haben wir auch nicht mehr. Den Ohrwascher habe ich weg. Der steht jetzt hinten. Die Sifting-Maschine, die wo hier steht, die wird auch bald hinten stehen, aber erst wenn Maserator und so weiter gebaut ist und wir Batterien haben. Das heißt, unser Hauptaugenmerk wird jetzt erstmal bei mir dabei liegen, an Poly wieder ranzukommen. Und da haben wir ja einen neuen Weg gefunden und den werden wir auch dann so beim nächsten Mal basteln. Und den Pyrolyseofen, den wo ich ja auch noch ein Rezept gesehen habe, den werde ich erstmal ja, links liegen lassen und den erstmal so aufbauen. Mit diesen 750 Millibuckets. Wie gesagt, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das ungefähr 1600 bis 1700 Liter Ethanol mehr. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Genau. So, was könnte. Ah, ich weiß wieder, was ich bauen wollte.
Und ja. Ob ich es nur schaffe, ist die andere Frage. Ich brauche nämlich einen Controller. Es lebe das Gedächtnis. Ja, der Elefant kam etwas später, aber er kam. Wir brauchen Comparator, wir brauchen einen MV-Circuit, wir brauchen Stainless Steel. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Also das heißt, wir werden jetzt uns um die Comparator bemühen müssen. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal Circuit Plates. Habe ich eine Forming Press? Ja, LV. Ja, die geht bis jetzt gehen. Das heißt, ich brauche jetzt eine Ruby Lens und ein Red Alloy Folie. Hinten hast du ein Red Alloy Folie, jawohl. Die Ruby Lens müssten wir auch haben. Ich hätte schon kommen, dafür brauche ich dann HV. Jo. Einmal Ruby Lens und einmal da rein. Nein, läuft. Sehr schön. Da haben wir auch noch eine. So, das haben wir einmal Edged Low Voltage Wiring. Und jetzt mal, dass das viel zu wenig ist. Das heißt, ich muss das noch mehr machen. Und dann brauche ich noch Stone Plates. Das ist Stone Dust im Kompressor. Ob wir Stone Dust haben? Nur ganz klein wenig. Ja, ne? Habe ich mir auch gerade gedacht. 61.000. Wäre eigentlich auch so ein Produkt zum Beuten. Stone Dust! Früher. Mittlerweile nicht mehr. Stone Dust ab. Ab der MV-Zentrifuge kriegst du raus Quarzit, Feldspar, Marble Dust, Solarlit, Mixture Dust und Biotit. Für okay. Was man das alles gebrauchen kann, keine Ahnung, aber gibt's. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja, vor allem wenn es im Pack drin ist, in den Rezepte. Wird das einen Grund haben? Ja, Dream hat ja früher gesagt, das ist total blödsinnig, dass du einen Stone Dust hast und dass du dafür gar nichts kriegst und dann haben sie es eingebaut. So, was habe ich jetzt gesagt? Forming Press, ne? So, wir haben eine Circuit Plate. Hurra, hurra. Wir haben überhaupt kein Red Alloy da, das ist ja traurig. Mittlerweile kennt man, glaube ich, den Alloy Smelter durchgehend laufen lassen. Bei Blue Alloy, dann brauchen wir Battery Alloy, jetzt brauchen wir Red Alloy. Alloy. Das nenne ich mal fix, wenn ich mir am Anfang überlege, wie lange das gedauert hat. Irgendwann müssen ja die Qualen einen Sinn ergeben. Ja. Circuit Nummer 1. Jetzt weiß ich, wo ich den Circuit Nummer 1, wo ich den vor... Ich habe ja mal eine Folge gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe einen Circuit Nummer 1. Ob ich ihn denn wohl her? Jetzt weiß ich's. War mal der aus der Bending hier. Dass ich gesagt habe, waren noch nicht alle.
Ich? Oh, auf jeden Fall schon mal 4 runter. Ich weiß nicht. 1, 2, 3. Auf jeden Fall. Und dann brauche ich jetzt noch mal die Folie und du kommst jetzt dann in den Laser Engraver und nice. Ach, gleich noch mal 3. Eins, zwei, drei, vier. Haha. Hätte ich jetzt aber alle reingeschmissen, hätte ich zu viel gehabt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ne? Wir haben da noch so ein kleines Kabelproblem unten zu lösen. Mal. Das Messer wegraucht. Ja, aber das wird langwierig, glaube ich. Ja. Wie gesagt, ich hoffe. Vor allem, ich schätze mal, wenn wir dann endlich so weit sind, dass wir das endlich hinter uns gelassen haben, wird es dann losgehen, dass wir das ganze Kabel wieder abreißen dürfen. Und wieder neu bauen. Und dann das Titankabel langziehen. So, dann schauen wir mal. Jawohl. Also, nee, das wird jetzt gerade weniger, nicht mehr. Verbunden. Ah, es lädt. So, das heißt, wir haben jetzt oben auf jeden Fall auch einen HV-Battery-Buffer, der unten sozusagen verbunden ist. Es sollte nun definitiv nicht anfangen zu übertreiben mit, dass der die ganze Zeit jetzt dann lädt, weil, wie gesagt, sonst könnte es uns passieren, dass irgendeine Maschine ausgeht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall in der Assembling Line, in der Linie, wo die Assembling Maschine drin ist, mal eine HV-Batterie drin, die die ganze Zeit jetzt auch von unten dann mit Strom versorgt wird. Das heißt, wir brauchen nicht mehr die ganze Zeit mit Batterien rumspielen. Und brauchen nicht mehr runter, um mal eine Batterie zu laden. Die können wir jetzt dann auch hier schön aufladen. So, das heißt jetzt. Hier. Noch ein bisschen was. Wir lassen jetzt mal die Bucket Blades laufen. So, dann geht es ja weiter noch mit der nächsten Stufe. Die nächste Stufe ist jetzt dann die Contactive. Dafür brauche ich Molten Redstone da drin. 144, das ist einfach nur ein Redstone, oder? So. Jetzt muss ich mal gucken. Geht das? Nein, brauche gar nicht überlegen. Gar nicht überlegen. Das kann ich momentan.
momentan vergessen, weil in der LV ist Molten Rubber drin. Und in der MV ist Molten Polyethylen drin. Und einen Fluid Extractor für die HV haben wir noch nicht. Einen Fluid Extractor HV, eine Pumpe, ein Circuit. Pumpe haben wir. Das fehlt mir. Hier. Auch drei. Ich brauche nochmal 8. 1, 2, 3. Polyethylen brauche ich rein. Kabel. Platten bei Rods. Das rein, das rein, das rein. Ich brauche auf jeden Fall einen Steel Rod in Mac. Dann was mir fehlt für den Motor. Auch Electrum Wire vierfach und Silver Cable. Silver Cable. Hoffe ich mal, dass ich noch zwei HV-Circuits habe. Dahin. Dahin. Auch zwei Glas- und zwei Goldkabel. Hier. Hier. Was? Pumpe habe ich gesagt, brauche ich noch. Auch Goldkabel. Auch zwei Goldkabel. Weil das ist Pumpe, das ist Pisten, der braucht zwei. Schön. Das und das. Das ist ein Advanced Fluid Extractor. Haben wir. So, und jetzt, falls ihr euch mal gefragt habt, für was ich diese lustigen Conduit-Pipes gebaut habe, genau, für diese Situation. Wenn ich sie jemals finden sollte, wo ich sie hingeschmissen habe. Ja, die sind noch drin. Agent. So, das heißt, ich kann die jetzt nämlich hier anklicken. Habe ich hier mehreres und das heißt das Fluid Pipes. Und zwar, du bist hier, du gehst hier Expect und zwar auf grün. Dann bist du hier definitiv nur Insert. Das da wird disabled.
Und dass ich jetzt nicht ganz mehr Schurke wäre, dass ich nicht weiß, was was ist. Wenn wir den auf braun. So, das heißt, da raus, da rein. Machen wir noch schnell einen Redstone. Also macht total am wenigsten Sinn, das in dem riesen Monster jetzt zu machen. Aber ich habe halt momentan nichts anderes frei. Doch. Auch die falsche. Nein, ich habe nicht die falsche gebaut. Ich habe nur noch nicht rum angeschlossen. Doch, die war am Strom angeschlossen. Hä? Wird sich denken, ey, du kannst mich mal mit deinem kleinen Redstone da, geh mal woanders hin. Jetzt muss ich nur noch dazu kriegen. Dann auch da reinfüllt. Ah. Das sollte ich vielleicht noch richtig einstellen. Hat man auch eine Chance, dass es geht. Das war jetzt gerade witzig. Wenn ich jetzt dieses Loch finden soll. Ah, da. Kurz weg. Denkst nach halt Kellergeschoss. So, das heißt, wir brauchen Controller. Genau, und jetzt brauche ich Circuit 1. Darum ist ja auch so wichtig, dass der da ist. Das heißt, wir haben jetzt dann das auch noch gebaut. Eine Kathode ist im Assembler dann ein Redstone Torch. Auch noch. Dann dürften wir eigentlich alles haben. Man bauen kann. Meine, mich gleich wieder runter. Noch bei Status. Jetzt ist die Frage, kann man das eigentlich auch? Frage. Hätte sowas im Assembler bauen lassen. Hier, da habe ich einen. Schön, dass ich den Netherquarz, was ich mitbringen wollte, nicht mitgebracht habe. Hier war ich bei.
dahin. Was da? Ich glaube, das war da. Zwei waren dann da. Genau. Und ich habe einen Cooperator. Dann brauchen wir, wie gesagt, zwei Stück. Hier, dann habe ich nochmal einen mit Redstone. Sehr schön. Das heißt, ich gehe da noch hin. Nein, ich kriege die nicht hin. Ich brauche ja 5. Mal. Rein. Ah, meine Welt ist wieder abgegangen. Sollte man dazu machen. Das. Das. Und ich habe das. So. Brauche jetzt noch einen MV-Circuit. Hier. Das heißt, ich brauche jetzt Obsidian-Platten, zwei Stück. Dass ich da noch welche habe. Warum sollte ich auch? Auch noch Stainless Steel, zwei Platten. Geht ja schlimmer als Aluminium. Dahin. Dahin. Was fehlt mir noch? Eine Diamond Plate. Das wird jetzt bestimmt genau das sein, woran das jetzt scheitert, dass ich es nicht bauen kann. Wäre typisch ich. So, brauchen wir auch noch. Jemand Platte und Drawer und wir haben einen Drawer Controller und eine Quest abgeschlossen. Bei dir und bei da. So, und diesen Controller nehme ich jetzt. Im Laufen. Offiziell dann abgeballert. So, dann habe ich jetzt hier meinen Controller. Dann kann ich jetzt nämlich hier hingehen, habe jetzt hier meine ganzen Fässchen und kann jetzt dann da draufklicken, beziehungsweise irgendwann habe ich hier eine Kiste und dann geht das in die jeweiligen Seiten rein. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen brauchen für die Seite, weil, wie gesagt, hier sind alle Erze, die... Nein. Okay, das wäre ein Wunder gewesen, wenn ich den... Ich habe irgendwas erschlossen. Tschüss. So. Also, mein Erz, unsere Erzverarbeitung arbeitet wie verrückt. Okay, wir haben hier Rare Earth.
Die hat er hier jetzt rausgezogen. Das ist jetzt halt. Ja, das ist jetzt halt hier ein kleiner Nachteil. Aber das kann man mal mit der Hand rausziehen. Ja. An die Kiste kommt mehr dran. Und wie gesagt, irgendwann kommt dann noch ein Type-Filter dran. Wenn wir nicht mehr wissen, wo unser Material hin soll, dann werden wir da welche bauen. Besser. Genau. Dann hätte ich gesagt, haben wir jetzt auf jeden Fall Erze schön vergurkt. Wir haben einen schönen, also dadurch, dass wir den Controller gebaut haben, wir haben einen Wither auf den Kopf gehauen. Wir haben Netastars. Okay, am liebsten will ich auch, dass du ganz weit weg tippst, wie in der Region draufsteht. Wir haben einen Wither gehauen. Wir haben null Katalysts hergestellt. Wir haben 5 Netastars nochmal da draus gemacht. Aus einem mache 5. Wir werden bis zum nächsten Mal definitiv dann versuchen, da noch weitere 5 herzustellen, dass wir 9 haben, dass wir Netastar-Platten herstellen können. Denn für was brauchen wir diese Netastar-Platten? Ja, wer konnte es denn erraten? Richtig, wir brauchen den für den NASA-Workbench. Brauchen wir diese Multipros Robot Arms und die brauchen Netastars Platten. Also 2, 4, 6 Stück. Da sind wir ja schon fast traurig, dass die ganzen Netastar Platten weg sind. Und dann werden wir halt immer wieder welche herstellen, weil wir natürlich jetzt dann auch für das Farmen und so weiter und so fort auch Netastars brauchen. Also es wäre mal irgendwann von Vorteil, das komplett dann auch zu automatisieren. Mal gucken, wie das geht. Da werden wir uns noch schlau machen. Jo, wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder uns berichtigen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.